Willkommen, mein Name ist Dani Roy P. Ja, und mein Name ist Mario Master. Wir begrüßen euch zurück zu Let's Play Mario Luigi Superstar Saga. Ja. Okay, weiter jetzt. Oh Gott. Oh mein Gott. Nein, da will ich nicht durch. Okay, ich auch nicht. Gehen wir wieder runter in die Röhre. So. Übrigens, es gibt ja auch den zweiten Teil, Partners in Time. Haben wir ja auch als Virtual Console. Sollen wir den auch Let's Playen? Ja, klar. Hey, da haben wir halt statt zwei Knöpfe haben wir dann vier Knöpfe. Oh Gott. Um Gottes Willen, ne? Aber ich hätte die Bock drauf. Ich wünsche nur, dass der dritte Teil auch da im Virtual Console Menü zu geben würde. Mein Gott, ich. Wie heißt der? Der dritte Teil ist Bowser's Inside Story, der zweite Teil ist Partners in Time. Okay. Ich weiß auf jeden Fall, dass es den im eShop der Wii U gibt. Weiß Dream Team Bros irgendwie? Dream Team Bros ist der vierte Teil, den gab es in 3DS. Davon habe ich mal irgendwie so ein bisschen Let's Play gesehen, glaube ich. Ja, und dann der fünfte Teil ist ja Paper Jam Bros. Okay. Gut, machen wir jetzt erstmal. Ich muss das eine von mir machen, ne? Ja. Du musst mich unter Strom stellen und uns da durchlotsen. Okay, andersrum. Da muss ich jetzt natürlich auch einen Versuch machen. Wenn die nicht unter Druck setzen oder so, ne? Nein! Nein! Nein, doch! War noch vorsichtig! Hat doch wunderbar geklappt. War auch First Try. Oh, hey! No. Direkt dazwischen! Was? Ich wollte jetzt erst A drücken. Dann ist mir eingefallen, ich bin der B. Aua. Ich bin ja der B-Typ. Ich bin der A-Typ. Und deswegen bin ich auch das Alpha-Männchen hier. Ich meine, ich habe in meinem Spitznamen ein Alpha-Symbol drin. Ey, Ruhe da oben. Oh no! Mann, was soll denn das? Was habe ich dir getan? Das passiert doch nichts. Du bist sowieso dran, als wäre nichts gewesen. Ach. Nee. Nee, ja, auch. Hab ich gemacht. Weg. Okay. Einfach aus dem Kampf verschwunden. Wär lustig, wenn er jetzt gar nicht mehr da wäre. Übrigens, Level Up für dich. Freust du dich? Ja. Boah, du bist vier Bart. Wollen wir sowieso gerade Bart holen, also. Also holst du dir noch mehr Bart? Bart! Was denn? Alter, du hast 7 Bart bekommen, ey, Alter. Das ist eine Bohne! Das ist eine Bohne! Warte, wo? Da! Oh. Andersrum. Also ja. Hau mich! Hau mich! Hau mich! Hau mich! Warum geht das nicht? Hau mich! So, bitte. Okay. Ja, aber was passiert eigentlich, wenn wir so gehen? Verdammt! Kann ich nicht von unten so einen Uppercut geben? Ja, genau. Das ist wie Naruto. Konzentrier okay. Dich. Nein, war. Bing! Der geht auf dich. Oh nein! Diddle-diddle-diddle. Und dann auch noch den heilen. Wie kann er es wagen? So, hier treffe ich wenigstens alles. Ja, los, treff alles. 1, 2, 3! Hat er gar nichts gemacht. Oh, gar nichts an Schaden gemacht, ey. Sind das Ziel immer oder ist auch irgendein zufälliges Ziel mit dieser Attacke? Nee, der geht. Oder meinst du meinen Angriff? Ja, dein. Der geht eigentlich auch auf den, aber ich glaube, ich kann den auch ändern. Ich habe irgendwie so 2-3 Mal gesehen, wie sich das Ziel irgendwie gewechselt hat. Ja, weil es halt mehrere Gegner sind, auf die ich praktisch zielen könnte, aber ich glaube nicht, dass es geht. Müssen wir mal ausprobieren. Oh, ich habe mehr Bart als du jetzt, glaube ich. Oh Mann! Jetzt hast du auch noch mehr Bart als ich. Ich glaube, muss ich in der nächsten Runde mal Bart. Nein! Du hast viel weniger Bart als ich. Ich hab mal an, ey. Okay, ich habe 9 mehr AP, das ist schon mal was, aber.
Ja, aber trotzdem, 9. Ist ja gar nichts. Da hab ich so schnell geschaltet. Alter. Oh Gott. Alter, ich glaube, wir haben die ganze Kompagnon hier. Was bei denen da unten kaputt? Das belebt ja alle wieder. Nee, ich will erstmal den erledigen. Super! Bam! Ist down! Aua! Bing. Der geht auf mich! Scheiße! Weil ich weiß nicht, auf was der Bumerang-Bruder reagiert. Blitz! What? What? Okay. Hast du gesehen, wie er den getroffen hat? Ja, vollkommen komisch. Komm, den schnappen wir uns! Deine mit Top. Entry! Bing! Weg. Er heilt den anderen. Ist der blöd. Boah, jetzt haben wir mal lieb. Stimmt doch gar nicht. Ja. Schau dich. Und ich hau und hau ihn. Hey! Hey! Schon wieder gleich. Komm, die schnappen wir uns! Sehr schön! Ah, aua! Wir sagen müssen, das hat echt wehgetan! Oh, okay, das ist ein Angriff, in dem ich mal endlich klarkomme. Aua! Ich habe ihn in den Hintern geworfen. Hast du ihn in den Arsch bekommen? Oh. Da holt sich den Sandkumba zurück. Bing! Ordentlicher Fang. Bitte. Ja, wir müssen den Camp Cooper am Leben lassen. Nachlagune Rätsel auf der Items Teil 2. Wirbelblock. Stößt man Wirbel gegen diesen Block, so fliegt er in die Richtung, in die man wirbelt. Es macht ihm nichts aus. Aus, wenn er an einem falschen Ort fliegt. Er kennt nämlich zu Ausgangsfunktion, während ihr nicht hier seid. So ein seltsamer Block ist das. Kann man da hochbringen? Ja, wir müssen erstmal dagegen wirbeln. Und dann mit einem hohen Sprung darauf. Da oben ist eine Bohne übrigens. Oh. Da. Oh. Jetzt muss ich dich sogar schon darauf hinweisen. Wie kommt man jetzt hoch? Wechsel mit mir dem mit starke Position. Man kann er rein. Und wähle den hohen Sprung. Ich komme mit der Höhe irgendwie nicht klar. Ich denke mal, wir erreichen das nicht. Hau mich. Hau mich. Du stehst nicht richtig. Ma. Ja, jetzt müssen wir sowieso erstmal einmal hier rausgehen und dann wieder herkommen. Weil wir können den Block ja nicht mehr bewegen. Oh. Doch, das ist ihm egal. Warte. Oh. Ups, ich hab den falschen Knopf gedrückt. Hm. Ah, das war. Ach komm. Bisschen Money verdienen. Ja, diesmal nicht so schnell. Bin ich konzentriert. Wie sonst jemand. Ich werde nicht ein einziges Mal verfehlen. Passt du nur auf. Wird mir nicht entweichen. Nie im Leben. Niemals. 17. 19. 21. 3. What the? What the fuck? Also geh wieder schnell der war. Ja, ich dachte, du wolltest ihn nicht mehr aus den Augen lassen. Aber der war so schnell. Ah, Gumbas.
Komm, die schnappen wir uns. Du weißt, was du zu tun hast. Ja, Amazo. Sei mein Wurfgeschoss. Oh. Mitten gegen die Fresse geflogen. Ja, ich bin einfach ein super Werfer, ey. Ich hab's halt drauf, Leute. Du kannst mir mal Sirup geben. Das kann ich mal machen. Ja, oder bist du also direkt ein Super Sirup? Und jetzt werde ich sie verbrennen. Ins Gesicht. In die Fresse. In die Fresse. Gesichtsausdruck von denen, die ich hier getroffen habe. Und jetzt renne ich auf ihn los. Hey! Ist auf dich gegangen! Nein! Nein! Ugh! Na, wie geht's denn heute? Okay, doki. Alter! Ganz schön heftig, ey. Er kann einfach einen Sandsturm hier. Ja, das muss doch voll wehtun für die Augen. Ich meine, ja. Ich habe schon hier immer Angst, wenn ich meine Augen nicht sehe. Oh Gott. So, jetzt drehen wir auf. Wir drehen auf, wir stehen auf. Alter! Au! Was? Au! Entschuldigung, das war zu schnell. Auf das Ding ja drauf gelandet bin ich, ey. Ich wollte nicht so übersteuern, aber das hat sich irgendwie so ergeben. Sehr gut. Ist eigentlich richtig wehtun gegen diese Gummi. Die haben so einen Sperr irgendwie am Kopf. Das muss doch voll leiten. Ja. Alter, 142 Schaden. Hast du den Schaden gesehen? Blablabla. Wie sagst du, dass man hier gut trainieren kann? Fünf. Opfer. What? Ja. So geht es aber nicht, du kleiner Drecksack. Und wir drehen auf. Schneller! Wir stehen auf, wir halten fest zusammen. Ich hole meinen Hammer raus. Du hast nicht weh, so einen Sperr am Kopf zu haben. Das muss doch weh tun! Au! Was war denn das denn? Sehr gut. Irgendwie will ich heraus, wenn das passiert, wenn man die ganzen Sachen vermasselt, die sehen irgendwie viel witziger aus. Hier schon einfach. Ja, einfach alles schlagen. Und nochmal. Weil hier, weil das extra Kommando und der Flammenwelt ist einfach so mega geil. Waha! Warte, ich hatte auch 82 Verteidigung. Warum habe ich dann weniger? Meine Klamotten oder was? Ja. Da ist was viel bessere Ausrüstung. Ja klar, du wolltest doch die andere Ausrüstung haben. Oh mein Gott, der Bauer hat das noch nicht mal gestunt, ey. Nein! Aua! Ich wollte zu viel. Meinst du, dass das war der Grund, warum ich versagt habe? Ich werde jetzt mal passieren, wenn ich hier verpasse. Gar nichts, ne? Ich steige auf ihn los. Ha! Aber du hast trotzdem seine Verteidigung gesenkt. Uiuiuiui. Na. Muss überhaupt da drücken, wenn er das macht.
Was wenn ich? Ich muss A gedrückt halten, damit ich nicht wirbeln kann. Ach so. Weil ich muss ja Schwung aufbauen. Aua. Ich meine, vorhin haben die Typen uns noch so 12, 14 Schaden haben gemacht. Und dann machen sie mir jetzt 3. Blop. Blop. Jetzt machen wir 10 Schaden damit. Mhm. Und. Ping. Ah, meine Augen. Boah, die geht auch nicht. Oh, du hast keine BP mehr. Ja. Gleich heilen. Ups. Au. ja, genau, danke. Wollen noch meinen letzten Rest hier noch verbrauchen. Ich könnte auch mal neue BP brauchen. Ich habe nur noch 8. Also, boah. Also lass uns den erstmal erledigen. Alter, der Schaden! Na, Heilung. Ich glaube, ich war ein bisschen niedrig in AP. Bei P brauchst du nicht Pilz einsetzen. Das ist mein Rollenspieler, er hat immer am Weinen. Ich muss mich immer voll heilen. Nein, da schlägt mein Rollenspieler jetzt einfach höher. Wenn ich irgendwie sehe, wenn. Ich muss immer alles aus meinen heilen Sachen rausholen. Ja. Ich werde mich doch nicht mit der Potion heilen, wenn ich noch nicht 200 HP oder so verloren habe. Also ich mache das immer, auch wenn ich vor Bosskampf stehe. Ich muss mich da immer wieder heilen. Ich bin immer so die Person, die hat noch irgendwie die ganzen super Heilsachen im Endkampf, weil ich die nie benutze. So, ich stehe mich mal bereit. Bitte springe. So. Ich würde sagen. Weil, wir haben 10 Sekunden. Short. Ah! Danke. Er hat den nicht getroffen. Okay. Ja. What? Ich muss erstmal realisieren, was gerade passiert. Wie hat es verfehlt? Alter. Oh Gott. Oh Gottes Willen, ne? Weißt du, wie diese Gegner heißen? Ja, Fragezeichen, 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 Fragezeichen. Ja. Schau mal gleich diesen Fragezeichen an. Weil diese Gummifische, die da sind, die springen immer über dich drüber. Aber eigentlich von allen unseren Attacken bisher die Dinger, den alten. Ja, haben wir. Ja. Nur nicht von unseren neuen. Ah, es ist der Gummifisch. Bam. Weg. Auf die Flosse gesprungen. Komm, die schnappen wir uns. Die schnappen wir. Die sind so stunned, ey. Oi, 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 oi. Ne. Oh nein. Oi, 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 oi. What is it? Is it? Ah! Boah, das war knapp. Erstmal das Herz ja kurz stehen geblieben. Schieße das Feuer. Schlage das Feuer. Schlag das Feuer. Ich haue das Feuer. Haue das Feuer. Ich hammer das Feuer. Hammer das Feuer. Mach irgendwas mit dem Feuer. Mach was mit dem Feuer. Ich werfe das Feuer. Werf das Feuer. Stoße das Feuer. Stoß das Feuer. Ich werf das Feuer nochmal. Werf das Feuer nochmal. Ich tue das Feuer nochmal werfen. Moment mal, ich werfe das Feuer. Was? Ja, guck mal, der Kampf ist vorbei. Ich bin ja so spät.
Alter. Oh, oh no! Alter, der ist voll auf mich zugekommen! Der ist voll auf mich zugeflogen! Aua! Oh! Er hat mir den Schritt gebissen! Oh nein! Oh! Vergiftet? Ah, ich bin vergiftet. Ich bin sogar schwer vergiftet. Jo, ich war schwer vergiftet. Wie könnt ihr es wagen? Ich elektrisiere euch, wenn es funktioniert. Es hat funktioniert. Aha, das hat. Ah, weil das die Haie sind. Oh. Weil der andere ja aus Gummi ist. Hat er den geheilt? Nein, es hat aufgeklärt, wer ist. Okay. Ja, dann wurde getriggert. Und der ist ja aus Gummi. Dürfte er gar keinen Schaden bekommen eigentlich. Eigentlich nicht, aber trotzdem, ich werde ihn jetzt verbrennen. Mit der Macht des Hungers. Ja, bei meiner Macht des Hungers. Es fühlt sich einfach so an, als ob in meinem Magen ein schwarzes Loch ist. Ja. Es tut mir leid, wenn du das hören musst. Ich hoffe mal, dass du das rausschneiden kannst. Weiß ich nicht. Ich hoffe mal, weil sonst wäre das ganz schön peinlich. Also noch Knochen am Magen. Meine. Na, geh weiter. Noch 3 Minuten. Ups. Dann haben wir hier oben. Ah, warte. Da rennen. Ja. Da also musst du hier bloß ein bisschen nach vorne gehen. Dann kann ich auch da. Oh, juiui. Ah, warte, halt, wir müssen jetzt darüber. Im Wirbelsprung. Oh Gott, noch weiter. Oh. Oh Gott. Schieß. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh Gott. Oh Gott. Bei der Macht des knurrenden Magens. Ich habe es geschafft. Das Spiel hier von uns verlangt, ey. Halt, da oben. Nein, da ist nichts. Guck mal da, da unten. Alter. Was kannst du eigentlich, du Nichtsnutz von einem Bruder? Also. Na, na, na. So geht es aber nicht, du kleiner Drecksack. Mal wieder investieren, diese Grinsenbohnen. Ja, müssen wir machen, wenn wir das nächste Mal in oben durch sind. Also bestimmt irgendwann müssen, ne? Wegen, ne? Ja, jetzt überall mit wahrscheinlich, ne? Außer da, wo wir noch spezielle Hämmer brauchen. Ja, und wir müssen halt über diese Brücke gehen, aber wir müssen dafür noch etwas machen. Ich meine, das sah ein bisschen aus wie Bosskampf irgendwie. Meinst du? Keine Ahnung, aber irgendwie. Wart hier? Ja, ne? Ja, warte mal. Bin ich hier richtig? Ja. Ja, wir müssen jetzt nach rechts. Rechts. Rechts! Ist da, wo der Daumen links ist. Oh, warte mal, ja. Was? Ja. Ja, wir müssen uns irgendwie einen Weg darüber bauen. Boah. Nein. Was du da? Will es schon vorankommen. So ist es perfekt. Ja. Wie diese Rätsel von Pokémon hier, diese Eisrätsel. Ja, aus dem Eisbad. Mein Gott, ey. Mein Magen. Nein. 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 What are you doing? Nein. Mal da oben irgendwie. Falsch rum. Andersrum. Na los. Außerdem, warum steuerst du mich? Das fällt dir ein.
meine Sixiness zu steuern. Und mein Wissen, wir sind jetzt drüben. Wir sollten mal gehen. Ja, mal ist rechts hier noch. Ne, Mann, halt, da kommen wir wieder zurück. Nein. Nein. Warte. Wait, what? Ah, jetzt sind wir wieder hier. Das war richtig, oder? Ja. Und. Ja, aber speichern und dein Part beenden. Ja. 26 Minuten. Okay, das wär's dann. Und für diesen Part, ich hoffe, er hat euch gefallen. Trotz meines knurrenden Magens. Es tut mir leid. Hey, hast du noch irgendwelche abschließenden Worte? Nein. Ich sehe, da kommt wahrscheinlich ein Bosskampf. Das sieht irgendwie so aus. Ja, ich glaube auch. Bis dann und ciao. Bye bye.